So, dann haben wir von der Ebene des Berlins Susanna Kahlefeld. Sie ist Mitglied des Abgeordnetenhauses, Sprecherin für Partizipation und Beteiligung in der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und sie ist Vorsitzende des Ausschusses für bürgerschaftliches Engagement und Partizipation. Und unter anderem eben auch die migrantischen Themen kommen sehr stark auf ihre Agenda. Darüber hinaus ist Susanna Kahlefeld auch Mitglied im Ausschuss für Europa- und Bundesangelegenheiten und Medien. Und sie ist auch die Sprecherin der Fraktion für oder Berichterstatterin für Europa. Herzlich willkommen da bei uns, schön, dass Sie da sind. So, dann die weitere Perspektive, Joanna Maria Stolarek, Heinrich Böll Stiftung, Büro in Warschau. Sie ist ebenfalls Deutsch und Polnisch, Polnisch und Deutsch. Sie ist Journalistin und hat ja auch jahrelang als Journalistin praktiziert in verschiedenen Zeitungen, vor allem natürlich auch in Deutschland. Sie war bei den neuen deutschen Medienmachern auch aktiv, wo sie sich für mehr diversifiziert in der medialen Berichterstattung eingesetzt hat. Und sie ist eben seit letztem Jahr Büroleiterin für die Heinrich-Böll-Stiftung in Warschau. Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Aufgabe, vor allem in den jetzigen Zeiten. Ebenfalls herzlich willkommen. Und last but not least, Anna Stahl-Czechowska, interkulturelle Projektmanagerin und PR-Beraterin, koordiniert das Projekt Pol Motion. Das ist das erste bundesweite Mentoring-Programm für Frauen polnischer Herkunft, wo es darum geht, eben mehr Engagement und mehr Teilhabe in Deutschland zu bewirken. Und genau, und darüber hinaus ist Anna Stahl-Czechowska auch bei der Europäischen Akademie der Frauen auch einer von unseren Kooperationspartnern und Unterstützern in dem Projekt. Herzlich willkommen, Anna, bei uns. So, und bevor wir in die Diskussion gehen, letzte Person, und ich übergebe jetzt auch das Wort gleich an Anna Radwan. Sie ist Gründerin von Institut in Europa, eines polnischen Think and Do Tank aus Warschau und beschäftigt sich seit 16 Jahren und sogar mehr mit europapolitischen Themen rund um Engagement, rund um Aktivismus, rund um Klima und natürlich um europäische Integration. Und ich freue mich, dass wir diese Diskussion wie auch das gesamte Projekt Vier Elemente zusammen machen konnten. Und deswegen, Anna, du hast das Wort. Und wir werden ein bisschen internationaler und deswegen sprechen wir jetzt Englisch. Ja, danke schön, Veronika. Hello, everybody from Warsaw. I'm glad to be with you and a bit ashamed that I can't speak German to you, but obviously I understand everything and I'm having my intensive course, a German intensive course. So maybe next time I'll be able to speak German. So Veronika, thank you so much. I welcome all women and men who are watching us and all participants. And I'm glad that despite the COVID, the great pandemic, the really horrible time for all of us, we still find the place to talk, to speak, to think about the future, about the climate change, about human rights, women rights, about rule of law, especially in Poland now. And despite all these problems, European Commission, German presidency, think tankers, but I think mostly the activists, the citizens, find time to be part of shaping the future of these topics. And I think what is important for all of us today and for the future is to convince politicians, stakeholders, citizens, our families that investment, especially in the climate change combating, is really crucial for us for the good future. And I'm convinced that such initiatives as European Academy Berlin and our partners will help us to convince people that it's really, really important to invest in these topics. Thank you very much, Veronika, once again for this great initiative. Dziękuję bardzo. Thank you very much, Anna. And now just enjoy and listen to our discussion. If you want to join in, anytime.
Na gut, dann legen wir los. Wie gesagt, wir haben hier erstmal in unserer Zoom-Runde eine kleine Möglichkeit zu diskutieren und auch sich auszutauschen. Und ich möchte Sie auch wirklich jetzt gleich ermuntern, wenn Sie irgendwelche Fragen haben und gleich loslegen wollen, schreiben Sie sie bitte im Chat. Wir sind eine große Gruppe, deswegen kann ich nicht Sie alle sehen. Deswegen die einzige Reaktionsmöglichkeit ist die Chat-Interaktion. So, aber jetzt, Clara Meyer, wie sieht's aus mit den Klimaprotesten? Weil damit wollen wir natürlich mal anfangen. Wieso, Klima ist es ja, glaube ich, auch ganz klar. Aber warum aus deiner Sicht gibt es so viele Frauen, vor allem wirklich so viele junge Frauen, die sich bei diesen Klimastreiks einsetzen? 60-70%, das ist mega. Wie siehst du das? Ich glaube, es liegt an verschiedensten Faktoren. Also einmal ist das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit lange ein sehr, sehr weiblich besetztes Thema gewesen. Stichwort Care-Arbeit, also kümmernde Arbeit. Und auch die Arbeit praktisch für die Welt oder für die Umwelt wurde halt früher häufig so als sehr weibliche Tätigkeit gesehen. Still irgendwie pflügen Frauen in irgendwelchen Gemälden den Garten Edens, keine Ahnung, es galt als irgendwie sehr weiblich, sich um die Natur zu kümmern. Und ich würde mal sagen, das, was uns patriarchale Strukturen gegeben haben, haben wir einfach umgekehrt und haben gesagt, ja, kümmern für die Natur und für die Umwelt, aber mal ganz anders und zwar laut auf den Straßen. Und der zweite Punkt, würde ich sagen, ist einfach, dass weiblich gelesene Menschen so selten nicht nur Gehör finden in politischen Strukturen, sondern aktiv mitgestalten können, aktiv in entscheidenden Positionen sitzen können und so eine Struktur mit aufbauen können. Und wenn sich dann die Möglichkeit ergibt, gerade auch für so junge Frauen, das zu tun, dann werden sie die ergreifen. Und ich glaube, deswegen ist Fridays for Future so weiblich. Okay. Und fehlt aber tatsächlich mal vielleicht ein bisschen an Diversität, wenn man sagt, okay, die Fridays for Future sind ja sehr, sehr stark von Frauen geprägt. Kann es sein, dass wir da doch ein bisschen mehr Männer brauchen, beziehungsweise auch mehr Couleur, auch was zum Beispiel unterschiedliche gesellschaftliche Milieus angeht? Dass wir daran arbeiten, diverser zu werden, ist keine Frage. Ich glaube, wir können nie sagen, wir sind jetzt divers. So funktioniert das ja nicht. Es ist ja ein ständiger Prozess an Reflexion und auch wir sehen natürlich, dass es immer noch gewisse Hürden gibt, bei uns mitzumachen oder dass unsere Bewegung vielleicht noch nicht alle Menschen anspricht. Und damit müssen wir auch umgehen und daran arbeiten. Aber dass wir jetzt sagen, dass wir uns mehr um die Männer kümmern müssen, das glaube ich, ist, glaube ich, ein bisschen überflüssig. Ich glaube, auch die haben mit, ich glaube, 40% Beteiligung bei uns noch ihren guten Platz gefunden. Okay, ich verstehe, Männer werden zwar nicht aktiv befördert, aber man kann ja schon sagen. Alle Menschen werden bei uns befördert. Also wir versuchen es zumindest. Ich finde es halt nur interessant, wenn wir um uns herum ganz, ganz viele patriarchale Strukturen haben, die es schon Männern super einfach machen, gehört zu werden, politisch Einfluss zu nehmen. Und auch bei uns werden diese Strukturen ja teilweise reproduziert. Also dass praktisch bei uns natürlich auch es Männern gibt, denen mehr zugehört wird und sowas. Und dass wir dann dagegen arbeiten und sagen, nein, wir wollen gerade ganz klar darauf achten, die Frauen, die wir haben, zu empowern und ihnen eine Stimme zu geben. Das finden wir eigentlich nur ausgleichend. Okay, also ich verstehe, es ist so eine Art Aufbruchsstimmung, also sozusagen wir verändern irgendetwas und wir schaffen einen Mehrwert und wir arbeiten, um tatsächlich mal etablierten Strukturen mal zu verändern. Richtig? Okay, wunderbar. Dann würde ich ja mal an Joanna Maria Stolarek mal weiterleiten und zu sagen, wie sieht es denn aus in Polen? Vielleicht nehmen wir gleich auch sofort mal die polnische Perspektive. Frauen auf den Straßen haben wir. Es gibt ja auch tatsächlich Klimaproteste bzw. auch Klimaaktivismus in Polen. Ist das auch weiblich? Es ist vor allem, guten Tag zuerst mal, auch aus Warschau, wie Anja. Es ist tatsächlich so, es gibt Klimaproteste, es gibt auch Fridays for Future in Polen. Es gibt jetzt, davon hat jeder gehört, die Proteste von Frauen auf den Straßen. Es geht um Reproduktionsrechte, es geht um Frauenrechte. Es geht darum, dass junge Menschen gehört werden. Es sind vor allem junge Menschen auf den Straßen jetzt. Es findet so eine Art Revolution, wäre zu viel gesagt, aber eine Art Umbruch statt. Eine Sache muss man allerdings sagen. Es hört sich so leicht an, Frauen sind diejenigen, die sich eher fürs Klima interessieren. Mag sein. Aber die werden eben das, was Clara auch gesagt hat, nicht unbedingt gehört. Wir haben, ich mache so ein bisschen Eigenwerbung, hier mit der Heinrich-Böll-Stiftung ein Projekt gestartet, das heißt Ökologische Frauenakademie, in dem wir Frauen empowern. Frauen die Möglichkeit geben, sie zu
aufzubauen, sie zu stärken und zu sagen, wenn ihr über Klima redet und wenn ihr vor allem über Energie redet, dann solltet ihr gehört werden, weil Klima ist vielleicht noch weiblich, aber das Thema Energietransformation, Energiewirtschaft, da wird es schon wieder sehr technisch und da ist es automatisch, dass man denkt, naja, da kann ja nur ein Mann was dazu sagen, weniger eine Frau. Und das versuchen wir, indem wir diese Frauen, diese Aktivistinnen empowern und denen sagen, ne, ihr müsst so und so reden, damit ihr gehört werdet. Und ich habe ja auch schon mal gleich die erste Frage aus dem Chat. Silvia Andra-Reutz-Bodich fragt tatsächlich nach den Unterschieden zwischen Wahrnehmung der Klimaprotesten in Polen und Deutschland. Also ne, so wie unterschiedlich wird das wahrgenommen? Wir wissen natürlich, dass Fridays for Future sehr viel Unterstützung in Deutschland bekommen haben, auch in der deutschen Gesellschaft und Politik. Aber wie sieht es denn aus zum Beispiel mit Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, also der Jugendklimastreik in Polen aus? Kannst du uns da was dazu sagen? Ja, diese fanden vor der Pandemie natürlich statt. Diese wurden immer mehr wahrgenommen. Und das liegt einfach daran, auch Menschen, die gesagt haben, naja, eigentlich interessiert mich Klima nicht. Das ist ja etwas für die Menschen, die gerade nichts zu tun haben, Langeweile haben und die protestieren fürs Klima. So ein bisschen paraphrasierend gesagt. Aber wenn man in Warschau auf die Straße geht im Winter, kann man ja nicht atmen. Die Smogbelastung ist so stark, dass es jeden betrifft. Es gibt kein gutes, sauberes Wasser. Es gibt eine sehr starke Dürreperiode. Das Grundwasserniveau ist wirklich sehr stark abgesunken. Es sind Sachen, die jeder, der einen Garten hat in Polen, der weiß mittlerweile, dass ihm bestimmte Pflanzen nicht mehr wachsen, weil das Wasser fehlt. Also es betrifft jeden Einzelnen. Und dadurch wurden diese Klimastreiks auch viel bewusster wahrgenommen. Und die fanden nicht nur in Warschau statt, die fanden auch in anderen, auch in kleineren Städten statt. Nur die Pandemie hat denen, wie irgendwie in Deutschland, auch einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem man einfach sich nicht mehr versammeln konnte und nicht mehr protestieren konnte, beziehungsweise laut sagen konnte. Ne? Es ist wichtig, das Klima betrifft uns alle. Mhm. Über die Auswirkungen von Pandemie würde ich gerne noch ein bisschen später, aber auf jeden Fall noch in unserer Runde diskutieren, weil das hat natürlich eben nicht nur Auswirkungen auf das Thema Klima, sondern auch auf die Beteiligung von Frauen. Aber erstmal noch so ein bisschen zu der politischen Teilhabe beziehungsweise Repräsentation. Ich höre schon so ein bisschen Fridays for Future und auch natürlich das junge Engagement in Deutschland geht sehr stark davon aus, das ist ja was, das ist ein Mehrwert, das ist ja ein Aufbruch, eine Revolution ist, wir verändern die Welt. Und wie sieht's aus, Agnieszka Brugger, in dem Deutschen Bundestag? Wie wird das denn bei euch in Mitte wahrgenommen? Und tatsächlich einfach mal so, sind die Fridays for Future ein guter Player und vor allem wirklich mal diese geballte Frauenpower? Was macht das mit euch tatsächlich auch im Bundestag, nicht nur in den Fraktionen der Grünen, sondern insgesamt? Naja, also ich würde sagen, man kann es fast gar nicht für alle Fraktionen insgesamt beantworten, weil es gibt natürlich eine Fraktion im Bundestag, die das ganz massiv angreift, den aber auch der politische Einsatz von Frauen sowieso ein Dorn im Auge zu sein scheint. Man braucht ja nur in ihre männlich dominierten Reihen zu schauen. Aber alle anderen Parteien, auch bei unterschiedlichen Auffassungen in der Klima-, Umwelt- und Energiefrage, haben das, glaube ich, eher positiv gesehen. Manche natürlich mehr, manche weniger. Manche fühlen sich davon auch angegriffen und kritisiert. Aber man hat schon wirklich auch gesehen, dass Parteien, bei denen das Thema nicht so hoch auf der Agenda stand, jetzt immer noch nicht das getan haben, was ich persönlich für richtig halte und wahrscheinlich auch nicht das, was Fridays for Future für richtig und angemessen hält angesichts der Bedrohung der Klimakatastrophe. Aber sie mussten sich halt damit beschäftigen. Und das Thema ist so krass in den Schlagzeilen wie schon lange nicht mehr. Ich bin dafür wirklich zutiefst dankbar. Wir haben im Fraktionsvorstand der Grünen sehr oft zusammengesessen und darüber diskutiert, was können wir machen, damit das Thema eben auf die Titelseiten kommt. Und das hat Fridays for Future geschafft. Dafür Hut ab. Und ich bin sehr, sehr dankbar für den Druck auf der Straße. Manchmal bin ich so ein bisschen wehmütig. Ich denke immer so, als ich jung war, hätte ich mir das so gewünscht, dass es eine solche Bewegung gibt, schon ein paar Jahre zuvor. Das hat viel verändert. Ich kann aber eine Sache unterschreiben, die gesagt wurde, das ging mir auch so, als ich angefangen habe, mich politisch zu engagieren. Es gibt immer am Anfang mindestens genauso viele junge Frauen und von denen sind viele wirklich beeindruckend. Und ich finde es so schade, dass über die Jahre
die Männer, die mit mir bei der Grünen Jugend angefangen haben, die sehe ich häufiger heute noch bei den Grünen als die jungen Frauen, die mich damals wirklich total ja auch bewegt haben. Und die haben aus verschiedensten Gründen eben dann nicht die paar Schritte weiter in die Politik und in die Verantwortung gemacht. Ich finde aber, wir brauchen sie da unbedingt. Und ansonsten, dziękuję bardzo, ja, eine Diskussion zu Frauen, Klima, Deutschland und Polen. Das ist wirklich was, worauf ich persönlich Jahre gewartet habe. Okay, vielen Dank. Wir diskutieren weiter und bleiben wir gerne nochmal genau bei diesem Thema. Also lass uns mal persönlich bleiben. Was hat dich, Agnieszka, bewegt, sich politisch zu engagieren? Und wie hast du es geschafft, tatsächlich mal am Thema am Ball zu bleiben und vor allem in den Deutschen Bundestag einfach reinzukommen und auch schon so lange hier zu arbeiten? Also ich habe mich wirklich früher unfassbar über, in Anführungsstrichen, die Politiker und Politikerinnen geärgert, weil denen alles egal war, was mich als junger Mensch bewegt hat, ja, von irgendwelchen Bildungsfragen bis eben zur Bedeutung des Themas Klimakrise. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, okay, ich höre jetzt auf, einfach nur zu meckern. Ich muss irgendwas mit dieser negativen Energie machen, dass sie auch dazu beiträgt, dass die Welt vielleicht ein kleines bisschen besser wird und nicht nur ich und meine Freunde davon schlechte Laune kriegen. Und dann bin ich einfach bei den Grünen eingetreten, übrigens nie mit dem Plan, mit 24 Jahren in den Bundestag gewählt zu werden. Und wenn ich heute manchmal von anderen jungen Leuten gefragt werde, wie macht man das denn? Ja, wie wird man so schnell Abgeordnete? Dann ist mein Rat nicht, indem man eine politische Karriere plant, sondern indem man Themen hat, ja, in die man sich einarbeitet, für die man steht, für die man kämpft und die einen mit Leidenschaft voranbringen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass auch der Deutsche Bundestag, der ja im Schnitt doch immer noch etwas älter, sehr männlich und sehr weiß ist, dringend auch weitere Perspektiven braucht. Denn wir stellen ja in der Politik und auch gerade im Deutschen Bundestag die Weichen dafür, wie die Zukunft der jungen Menschen aussehen wird. Und ich erlebe unfassbar viele Schulklassen, wo ich nicht sagen kann, die jungen Menschen interessieren sich nicht für diese Themen, sondern sie sind sehr interessiert, sie sind auch sehr informiert und ich würde mir wünschen, dass sie noch mehr Gehör finden. Okay, super. Dann muss ich natürlich gleich klare Fragen, Entschuldigung, dass ich so ein bisschen die Ordnung durchbreche. Der nächste Schritt ist der Deutsche Bundestag? Es gibt verschiedene Listen, die momentan kandidieren und ich finde es auch richtig, richtig gut und die kandidieren für verschiedenste Parteien. Also ich finde es prinzipiell total gut, dass junge Menschen sagen, sie tragen die Ideen, die wir auf der Straße haben, dann auch in die Parlamente, weil ich bin der fundamentalen Überzeugung, dass Politik auf der Straße gemacht wird und in Parlamenten legitimiert wird, aber irgendwer muss es ja dann auch in den Parlamenten legitimieren. Das heißt, die Menschen brauchen wir und ich glaube, ein Bundestag, der bunter, jünger und weiblicher wird, den können wir uns alle nur wünschen. Okay. Ja, okay, das ist ja natürlich eine wunderbare These. Politik wird auf den Straßen gemacht und es wird einfach nur durch Parlament legitimiert. Susanna Kallefeld, wie sieht es aus in Berlin? Kannst du das unterschreiben? Du kommst ja aus Berlin-Neukölln. Auf den Straßen passiert sehr, sehr viel. In Neukölln auch natürlich im Hinblick auf Frauen, auch natürlich migrantische Gesellschaft. Was ist denn deine Perspektive? Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass Politik auf der Straße gemacht wird, aber ich glaube, dass Politik ohne Aktivitäten auf der Straße sehr viel schlechter wäre. So wie sich direkte Demokratie und repräsentative Demokratie gegenseitig verbessern, so gehört unbedingt auch Protest zu einer demokratischen Gesellschaft dazu. Und was ich mir wünschen würde, ist, das hat der Agnieszka auch schon angesprochen, ist, dass in den Parlamenten mehr auf die Protestbewegungen auch, also dass sie selbstverständlicher einbezogen werden, dass man selbstverständlicher darauf bezieht. Einen gewissen Bezug gibt es ja schon, weil die Leute in den Parlamenten natürlich versuchen, für sich, für ihre Parteien und Proteste auch als Unterstützung zu reklamieren, aber ein wirklicher Diskurs, so dass auch demokratietheoretisch man sagen kann, Proteste sind Teil einer vielfältigen demokratischen Gesellschaft. Also ich meine jetzt vielfältig im Sinne von Vielfältigkeit der Instrumente, nicht der Personen, das ist nochmal was anderes, sondern dass wirklich diese verschiedenen Formen, sich demokratisch zu äußern, zusammenspielen, das würde ich mir schon wünschen. Und das würde auch zu einer größeren Durchlässigkeit möglicherweise führen für Menschen aus den Protesten in die Parlamente. Denn es ist schon so, dass
die parlamentarische Arbeit und auch die Parteiarbeit sehr, sehr stark patriarchal geprägt ist. Und wenn man dieses, ich kann da jetzt nur für die Grünen sprechen, weil ich nicht genau weiß, wie es bei den Linken und der SPD funktioniert, die aber auch Instrumente haben. Aber bei uns ist es so, dass wir versuchen, durch konkrete Mittel dieses Patriarchat ein bisschen zu zähmen. Also wir haben zum Beispiel eine Liste, eine quotierte Liste, wenn wir, also auf jeder ungerade Platz muss mit einer Frau besetzt sein. Das führt dazu, dass man auch nach fähigen und guten Frauen sucht, die man auf diese Plätze verantwortungsvoll wählen kann. Wir haben quotierte Erstrednerinnenlisten, also wir versuchen auch bei Basisgruppen dafür zu sorgen, dass Leute, die noch nichts gesagt haben, auf der Redeliste nach vorne gezogen werden. Und außerdem sind Redelisten quotiert. Also wir versuchen so ein bisschen dieses patriarchale System, diese patriarchale Denke, die bei uns natürlich auch vorherrscht, weil sie in der ganzen Gesellschaft stark ist, so ein bisschen zu zähmen und einzuhegen. Aber ansonsten ist es so, sobald man auch diese etwas geschütztere Bubble der Grünen Partei verlässt, ist man knallhart nach wie vor Männerbünden und ich nenne es einfach patriarchal, weil da ist klar, was gemeint ist, dieses ganze Bündel an Strukturen, sich gegenseitig zu unterstützen, miteinander, die Art miteinander umzugehen, dem ist man dann eben doch immer noch sehr ausgesetzt. Und ich glaube, das bremst dann auch den Übergang von jemandem, der aus einer Protestbewegung kommt, in das politische System im engeren Sinne. Okay, aber siehst du denn vielleicht einen Generationswechsel? Denn als Sprecherin für diese eben Themen Engagement und natürlich Teilhabe hast du ja mit sehr vielen Vereinen und Gruppen und Aktivisten zu tun. Und könnte man sagen, dass doch die Fridays for Future als ein Symbol eine Veränderung geschaffen haben, dass es mehr Menschen gibt, die sich trauen, die sich wagen, die auch protestieren, die auch offen ihre Meinung sagen und auch natürlich sehr stark einfach mal Veränderung von der Politik fördern und vor allem, dass es Frauen sind, die andere Frauen sind, die diese Bewegungen? Ja, das sehe ich sehr stark. Das sehe ich sehr, sehr stark. Ich würde allerdings den Begriff Generationenwechsel dafür nicht verwenden, weil ich sagen muss, dass ich bin ja nun eine der Älteren hier in der Runde, dazwischen auch viele Jahre erlebt habe, wo ich wirklich verzweifelt bin an den jungen Frauen, weil ich dachte, was machen die eigentlich? Wir haben in den 70ern und 80ern wirklich krass gekämpft und die vor uns ja noch heftiger, also die 10 Jahre älter sind als ich, die haben ja noch mehr Druck abbekommen. Also wenn man sich Diskussionen im Deutschen Bundestag anguckt über die Gewalt in der Ehe zum Beispiel, das ist so unvorstellbar. Und ich hatte viele Jahre dazwischen das Gefühl, dass das, was an jungen Frauen nachwächst, muss ich jetzt leider mal so sagen, ruht sich auch eben ziemlich auf. Und wenn ich von Patriarchat rede, gucke ich in nicht wissende Augen. Und wieso? Also ich habe gar keine Probleme und mein Papa war so progressiv. Das ist jetzt wieder anders. Die jungen Frauen, also von Fridays for Future, bringen einen enormen Wind wieder rein in die feministische Bewegung und thematisieren wieder dass wir mehr Frauen mit einem weiblichen Blick auch brauchen, ohne vielleicht in so ein paar Kuriositäten zurückzufallen, die wir in den 80ern auch diskutiert haben und so. Die machen das sehr frisch und neu und lebendig. Also deswegen würde ich den Begriff Generationenwechsel nicht verwenden, der ist mir zu optimistisch. Es ist leider nicht automatisch so, dass die nächste Generation was voranbringt, aber im Ganzen sehe ich eine positive Entwicklung. Nicht in den Parlamenten allerdings, aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, weil da die Zahlen leider in den letzten Jahren wieder eine andere Sprache sprechen. Okay, das ist ein guter Punkt. Zu den Parlamenten kommen wir gleich, aber erstmal vielleicht bleiben wir nochmal bei dem Thema bei dem zivilgesellschaftlichen Bereich, Anja Stalczechowska. Du engagierst dich sehr stark dafür, dass es eben mehr Frauen von den Straßen auch mal in die Entscheidergremien reinkommen. Und zwar nicht nur in Berlin, sondern auch deutschlandweit und eben vor allem Frauen aus der Migrationsgesellschaft. Wie siehst du diese Situation? Gibt es einen Unterschied? Also gibt es einen Generationswechsel? Gibt es mehr Engagement, mehr Bewegung, mehr Interesse an politischen und zivilgesellschaftlichen Teilhabe von Frauen? Oder
Wie ist deine Perspektive? Ich denke schon, es gibt mehr Interesse und mehr Engagement. Allerdings, ich würde ganz gerne genau, dass nicht nur das Interesse auf mit den Protesten aufhört. Es ist natürlich sehr gut, dass man protestiert dafür oder dagegen, weil das sind auch unterschiedliche Arten von Protesten, würde ich auch nochmal sagen, dass die jüngere Generation dabei ist. In Polen, glaube ich, auch jetzt sind nicht nur große Städte, aber auch ländliche Räume, ländliche Regionen, das macht auch noch, bringt was noch was anderes damit mit. Und die größte Aufgabe sehe ich jetzt, um einfach das in die Strukturen zu gießen. Also Motto von Polmotion, von dem Mentoring-Programm, welches ich schon zum zweiten Mal leite, ist vom Protest zum Podest. Also wie schaffen wir das genau, dass die Frauen, die protestieren und es ist für mich auch kein Wunder, dass sie protestieren, weil genau die Strukturen spiegeln einfach nicht die Gesellschaft wider. Und dann ist quasi der Raum, wo man gehört wird, die Straße. Aber die Aufgabe ist aus meiner Sicht, wie schaffen wir das, dass wir mehr Frauen für die Politik in den Gremien reinbekommen, wie inspirieren wir sie dafür, wie empowern wir sie dafür und aber andererseits gleichzeitig, wie verändern wir die Strukturen, dass sie mehr einfach interessanter auch für die Frauen, aber auch für die anderen Gruppen in der Gesellschaft sind. Weil ich glaube, es reicht nicht nur ständig die Frauen zu empowern und einfach sie fit dafür zu machen, sondern das sind zwei Gleise und man muss zweigleisig fahren. Andererseits, wie gesagt, mit der Zielgruppe zu arbeiten, aber andererseits auch an die Parteikultur denken und an die Strukturen so, dass einfach die Leute auch mehr Lust haben und sich daran zu beteiligen. Okay, wir haben jetzt viel darüber geredet, dass natürlich, wir brauchen den Protest, um einfach zu zeigen, was nicht funktioniert oder darauf hinzuweisen, was verbessert werden muss. Fridays for Future und natürlich auch andere Themen. Wir wissen, dass wir auch diskutieren müssen, um zu gucken, okay, was verändert werden muss. Jetzt müssen wir konkreter werden. Also Anna Stalczachowska, hast du vielleicht ein paar Hinweise oder Vorschläge, wie wir tatsächlich einfach mal so ein kleines bisschen diese Beteiligung von Frauen und die Teilhabe von Frauen befördern können, um das Politische oder um die politische Szene in Deutschland, aber auch in Polen, dazu kommen wir gleich, Johanna, tatsächlich diverser, ausgeglichener und dem Spiegelbild der Gesellschaft gerechter zu machen. Also ein Instrument, was ich schon verwende, ist ein Mentoring-Programm. Und das ist ein gezieltes Programm, genau um mehr Frauen zu fördern, die sich für politisches, gesellschaftliches Engagement interessieren. Das könnte ein Beispiel sein, welches man auch noch mehr erweitern und streuen könnte, sowohl in Deutschland, auch in Polen oder auch über die Grenzen hinaus. Ich würde sagen, auch mehr Informationen, auch mehr mehrsprachige Informationen im Bereich politisch-gesellschaftliches Engagement, weil erstmal ist man konzentriert sich auch sehr, sehr, glaube ich, groß und gezielt auf das Thema Arbeitsmarktintegration. Und dann im zweiten Schritt kommt das Engagement. Und ich würde sagen, man könnte einfach das parallel machen oder auch sogar das Engagement im Vordergrund stellen, weil
das könnte auch ein Schlüssel, wenn es um Arbeitsmarktintegration geht. Also ich glaube, das könnte man noch gezielter sich anschauen. Also auf jeden Fall mehr Informationen dafür, wie könnte ich mich engagieren und auch ein Stück darüber denken, die Gesellschaft verändert sich und wir haben jetzt auch sehr viele digitale Möglichkeiten und wir denken, glaube ich, manchmal ja, sage ich mal, nicht altmodisch, aber man denkt über eine alten Strukturen des Engagements und die digitalen Möglichkeiten geben uns auch eine Chance jetzt, um auch die jüngere Generation mitzunehmen und auch auf den anderen Weg einfach die Möglichkeiten des Engagements zu zeigen und vor allem die Lust auf das Engagement zu erwecken. Also ich würde erstmal bei diesen drei Bausteinen bleiben oder man macht ein digitales Mentoring-Programm und damit, wie wir das machen, einfach nimmt die Herausforderung auch mit der Pandemie als eine Chance für mehr politisches Engagement erstmal in Deutschland. Okay, das ist schon mal eine Menge von Ideen und von wahrscheinlich auch guten Vorschlägen, die auch schnell umzusetzen sind. Joanna, wir haben schon viel über, Susanna hat schon erwähnt, dieses Patriarchat, dieses, gehen so ein bisschen diese feministische Rhetorik, wir müssen tatsächlich mal uns Platz schaffen, beziehungsweise auch tatsächlich mal uns beteiligen und aktiv werden. Wie kann man das in Polen machen, wenn in der polnischen Regierung von 21 Mitgliedern, es gibt eine einzige Frau und die ist natürlich für Familie und Sozialpolitik zuständig. Also wie kriegen denn die Polinnen es trotzdem hin, tatsächlich mal sich politisch und gesellschaftspolitisch durchzusetzen? Wenn ich das Rezept hätte, ne? Es wäre ja schön, habe ich leider nicht. Man muss ja eine Sache vielleicht von weg sagen. Man sieht oft die beiden Gesellschaften als ziemlich ähnlich strukturiert, die deutsche und die polnische Gesellschaft. Und leider Gottes muss ich auch sagen, aus eigener Erfahrung hier in Polen, die polnische Gesellschaft hat einen Rollback erlebt in den letzten Jahren und es ist eine sehr patriarchalisch geprägte Gesellschaft, viel stärker als in Deutschland. Es passieren ein Beispiel nach den Frauenprotesten, junge Frauen auf den Straßen und wer berichtet darüber oder wer diskutiert darüber, quer durch alle Sender sind das Männer, die darüber reden, was das praktisch totale Abtreibungsverbot jetzt für Frauen bedeuten würde, was die Proteste bedeuten würden. Das ist etwas nur eine Frage der Repräsentanz, aber auch eine Frage der Stimme. Oder wenn eine junge, jetzt die grüne Abgeordnete, jeden Tag auf der Straße ist mit den Frauen, diejenigen aus dem Haft rausholt, die inhaftiert werden bei den Protesten. Aber wenn es darum geht, vor die Kamera zu gehen, dann sind die Parteikollegen vorne und sie wird, weil sie noch kleiner ist, sie wird zugedeckt. Ne? Das sind Sachen, die immer wieder passieren. Die Frauen werden nicht gehört, werden nicht wahrgenommen, wenn sie irgendetwas sagen. Ich glaube, ein Rezept ist tatsächlich, dass man standhaft bleibt, dass man immer wieder das Wort einfordert. Es gab jetzt, Kamala Harris ist ja Vizepräsidentin der USA geworden. Es gab ein schönes Video mal, wie sie mit Joe Biden sitzt. Und er redet, sie hat geredet und er hat sie ständig unterbrochen. Und sie hat gesagt, na, Moment, jetzt rede ich, ne? Ganz ruhig, aber ständig, jetzt rede ich. Und ich glaube, so kann man das tatsächlich machen, dass man darauf besteht, gehört zu werden. Netzwerke sind ganz wichtig. Frauen netzwerken viel zu wenig, viel zu selten, bauen keine Netzwerke auf. Es gibt zu wenig Role Models tatsächlich. Und es gibt zu wenig Frauensolidarität. Ne? Es ist ja, je höher man kommt, desto mehr Konkurrenzdenken ist vorhanden und wenig, dass man sich gegenseitig, wie es oft die Männer machen, von denen kann man manche Sachen lernen auch. Es ist ja nicht nur so, dass die alles falsch machen, dass man sich gegenseitig hochzieht und unterstützt, wenn man in bestimmten Strukturen ist. Ne? Aber in Polen ist die Sache tatsächlich, das muss ich sagen, seit 2015 hat sich das noch verstärkt, dass Männer, dass die männlich geprägten Strukturen
sehr dominieren, leider. Also man hat es jetzt wirklich bei den Frauenprotesten gesehen, als ich auch im Privatsender gesehen habe, dass da wieder 5 Männer sitzen, die darüber reden, was die Frauen wollen. Und da dachte ich mir, okay, das ist fehl am Platz einfach. Okay, ja. Okay, das, also Rollback ist auf jeden Fall etwas, was man in Polen sehen kann. Es ist aber tatsächlich trotzdem die Frage, okay, wenn es politisch nicht geht, wie können wir trotzdem oder wie können sich trotzdem Frauen Gehör verschaffen und durch welche Möglichkeiten? Meine Damen und Herren, wir haben noch 15 Minuten Zeit, Viertelstunde an die Zuschauerinnen und Zuhörerinnen. Deswegen, wenn Sie noch Fragen haben und Sie wollen, dass wir diese Fragen auch in Rahmen dieser Diskussionsrunde behandeln, schreiben Sie sie bitte jetzt in dem Chat, weil ansonsten kann es dann zu spät sein. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen den Fokus wechseln, aber auf jeden Fall bei dem Thema bleiben, weil es natürlich alles dieses Engagement von Frauen und vor allem im Klima und Aktivismus in diesem Bereich bleiben, aber natürlich noch einen weiteren Aspekt aufnehmen, der uns alle dieses Jahr enorm beschäftigt und natürlich auch noch im nächsten Jahr beschäftigen wird, nämlich Corona-Krise. Wie hat die Pandemie, wie hat diese Ausnahmesituation, die globale Auswirkungen hat, wie hat sie sich in den Klimaprotesten überschlagen? Kannst du, Clara, uns einen kleinen Einblick geben? Gibt es jetzt Änderungen bei euch? Seid ihr jetzt alle nicht mehr so aktiv oder anders aktiv? Also erstmal hat die Pandemie für viele von uns bedeutet, dass wir uns erstmal Zeit für unsere eigenen Strukturen nehmen konnten. Weil davor war es so, ein Protest nach dem anderen, jeden Freitag streiken. Und wir konnten teilweise dann erstmal uns zurücklehnen und sagen, okay, so, wie beschäftigen wir uns jetzt erstmal mit uns selber, mit unseren eigenen Strukturen? Das war eigentlich ganz sinnvoll. Auf der anderen Seite haben wir natürlich unsere Verantwortung auch irgendwie wahrgenommen. Weil was wir fordern, ist Klimagerechtigkeit. Und da geht es ja auch viel um Generationengerechtigkeit. Das heißt, dass ältere Generationen im Endeffekt auch anerkennen, dass ihre Generation Teil des Problems waren in den letzten Jahrzehnten und dass sie was tun müssen, um auch unserer Generation noch ein gutes Leben zu ermöglichen. Und wenn wir für Generationengerechtigkeit sind, dann müssen wir uns auch natürlich Corona total zu Herzen nehmen, weil es ist ja eine andere Form der Generationengerechtigkeit, die da gelebt werden muss. Dass wir uns vor allem für alte Menschen auf Rücksicht kümmern und das haben wir gemacht. Wir haben ja auch gesehen, dass wir einen großen Einfluss auf viele junge Menschen haben, dass wir eine große Social-Media-Reichweite haben und die haben wir ganz klar genutzt, um immer wieder zu sagen, dass Menschen Abstand halten sollen, dass sie sich ins Physical Distancing begeben sollen, dass sie nur noch miteinander über die sozialen Medien Kontakt haben sollen oder auch Abstand. Wir haben alle unsere Pläne, also unsere ganzen so Treffen, die wir haben, ins Netz verlegt und wir haben angemessen der pandemischen Situation entweder nur klein und mit Abstand gestreikt oder inzwischen das Streiken in Berlin sogar eingestellt, einfach aus Sicherheitsgründen. Mhm. Gut. Und hat sich etwas dann tatsächlich mal an der Rolle der Frau in dem Streik verändert in diesem Zusammenhang oder kann man sagen, wir haben einfach mal gemacht wie vorhin? Vor allem, wenn es um die Strukturänderungen geht, waren denn die Frauen an der Entwicklung und Festigung der Strukturen beteiligt? Auf jeden Fall. Also vor allem Frauen haben, glaube ich, die Strukturänderung vorangetrieben. Okay. Wir waren ja schon immer so eine Bewegung, die sehr viel auf Social Media aktiv war. Ich meine, ich kann mich noch damals daran erinnern, dass irgendwie so Angela Merkel und Co. sich gewundert haben, was all die Kids plötzlich auf den Straßen machen. So, wo kommen die her? Es gab keine Plakate, es gab keine Werbespots. Ja, Social Media, WhatsApp-Gruppen, Instagram. Das ist irgendwie schon immer unsere Welt gewesen. Und wir haben einfach den Teil, den wir noch nicht im Netz hatten, ins Netz verlegt. Und gerade auch da ist es total wichtig, wieder Frauen an den Strukturen zu beteiligen, weil jedes Mal, wenn man sich eine neue Struktur entwirft, wenn wir in ein neues Medium gehen, müssen wir an Inklusivität denken. Und gerade jetzt in der Corona-Pandemie hatten wir Zeit, uns mit der FINTA-Taskforce zum Beispiel zu befassen. Die FINTA-Taskforce, also Frauen, internonbinär, Trans und Agender ist eine Taskforce, die sich gerade um die Einbeziehung dieser Menschen kümmert, um Redelisten. Wir haben in fast jeder, selbst in jeder Quatsch-TK, wo wir einfach nur eine Telefonkonferenz haben, um mal wieder alle miteinander zu reden und rumzualbern, haben wir Menschen da, die sich darum kümmern, dass die männliche Dominanz in der Telefonkonferenz nicht zu krass wird. Und sobald 5 Männer irgendwie hintereinander geredet haben oder sobald irgendwie nur noch Männer durcheinander reden, ist meistens sogar ein Typ, der dann sagt, ey Leute, ich habe
so inzwischen gelernt, dass es nicht gut ist. Ich fühle mich hier gerade nicht so wohl. Das ist doch nicht sinnvoll. Ich glaube, Clara wurde gerade abgeschnitten von Julian. Ich würde jetzt gerne mal Ihren Punkt hören. Das funktioniert richtig gut. Das ist großartig. Das muss ich bei uns auch mal irgendwie einführen oder sowas. Das finde ich. Danke, das ist ein hervorragender Vorschlag. Aber trotzdem, also ich merke, okay, für die Fridays for Future ist das... oder so also für Aktivismus ist Corona eigentlich eher so eine Art Innovationshub oder so eine Möglichkeit, etwas zu verändern und in eine andere Richtung zu gehen. Aber gleichzeitig wirkt natürlich nochmal doch die Corona-Pandemie negativ oder wirkt sich negativ auf die Frauen aus, unter anderem, weil Frauen natürlich sehr stark in dieser Care-Arbeit beschäftigt sind und durch die Corona-Pandemie und so weiter sie eher in dieses Private sich zurückziehen. Agnieszka, vielleicht können wir bei dir nochmal dieses Thema noch ein bisschen stärker auf den Fokus zu bringen. Wie veränderte tatsächlich mal die Pandemie in Deutschland dieses Frauenbild und auch Frauenrolle in der Gesellschaft? Naja, also die Frauen waren die großen Verliererinnen der ersten Monate der Pandemie, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Es gibt ja auch eine globale Gerechtigkeitsdimension bei der Corona-Krise. Aber wenn wir jetzt allein nur auf Deutschland schauen, ja, ich weiß nicht, wie viele Zuschriften ich hatte von wirklich total verzweifelten Frauen, die gesagt haben, ich mache gerade Homeoffice, ja, Homework Homeschooling, alles gleichzeitig, ich kann nicht mehr. Ja, und es ist halt doch sehr viel an den Frauen hängen geblieben und auch, dass irgendwie dann erstmal Schulen und Kitas geschlossen wurden, während andere Bereiche offen geblieben sind. Ja, das hat ja auch viel Protest erzeugt. Dann auch, wenn man sich die großen Konjunktur- und Unterstützungsmaßnahmen anschaut, wer profitiert davon, welche Schwerpunkte werden da gelegt, dann wird auch das nicht wirklich geschlechtergerecht austariert, ob das jetzt das europäische oder das nationale ist. Und es sind eben die Frauen, die besonders betroffen sind von solchen Krisen, auch übrigens, weil Frauen weltweit sehr stark natürlich in den Gesundheitsberufen arbeiten, die dann aber nicht am Tisch sitzen oder nicht ausreichend am Tisch sitzen, wenn über solche Maßnahmen politisch verhandelt wird. Und eigentlich zeigt uns die Corona-Krise, wie eben auch viele andere Entwicklung auch, dass dieser feministische Perspektive, egal über welches Thema wir reden, ob das Krieg oder Frieden, der Klimawandel oder die Corona-Pandemie ist, total wichtig ist, wenn wir irgendwie die richtigen und guten Antworten und Lösungen finden wollen. Ich will noch einen zweiten Punkt ergänzen, den wir gar nicht angesprochen haben. Der hat auch ein bisschen was mit der Corona-Krise zu tun, weil wir sehen ja schon, wie sich in unserer Gesellschaft eben auch reaktionäre Gruppen formieren. Ja, ob die sozusagen Verschwörungsmythen über die Klimakrise verbreiten, dass es sie gar nicht gäbe, ob sie leugnen, dass wir uns in einer Pandemie befinden und sozusagen die maximale Rücksichtslosigkeit prägen und dabei mit Rechtsextremisten auf der Straße stehen oder eben auch, ja, und da gibt es eine große Überschneidung in diesen Gruppen, eben Frauen das Recht auf Selbstbestimmung absprechen oder sie bewusst aus dem politischen Diskurs verdrängen wollen. Also was ich in den letzten Monaten gesehen habe, wie jetzt nehmen wir mal Greta Thunberg, weil sie natürlich sozusagen das weibliche Gesicht auch der Klimabewegung ist, wie da jedes ihrer Worte auf die Goldwaage gelegt wird. Alter Falter, wenn jeder ältere Herr in so einer Talkshow sitzt, mal so einen Faktencheck durchlaufen würde, ja, aber da wird mit völlig anderen Maßstäben gemessen und das Ziel dieser Leute ist wirklich, Frauen eben auch bewusst aus dem politischen Diskurs zu drängen und denen müssen wir was entgegensetzen, da müssen wir die Frauen unterstützen und den Leuten aber auch ganz klar die rote Karte zeigen. Genau, es ist super. Vielen Dank für diesen Punkt. Das wollte ich nämlich gerade auch ansprechen, nämlich sozusagen, wie gehen wir mit Reaktionismus vor, weil eben jegliche Rollback ist ja natürlich mit einem bestimmten Reaktionismus verbunden. Deswegen vielleicht an Susanna und dann oder Joanna. Susanna, wie ist das, wie nimmst du das wahr hier in Berlin, beziehungsweise eben wie kommt ihr mit diesem Rollback und mit diesem Reaktionismus eigentlich klar oder vor allem, wie kämpft ihr dagegen? Ja, also ich habe auch gerade im Chat noch eine interessante Frage gelesen, nämlich wie ist ein intersektionaler Blick, was Bildungsstand und Frauen angeht, möglich? Mhm. Es ist enorm schwierig, weil weil auf der Rechten ein anti-intellektueller Diskurs dominant ist. Es geht gegen Wissenschaft, es geht aber auch gegen Bildung überhaupt, gegen Intellektuelle. Und dieser anti-intellektuelle Diskurs ist auch ein frauenfeindlicher Diskurs. Also wir haben im Abgeordnetenhaus immer wieder die Situation, dass die Menschen
Anzug, keiner dazwischen, der anders aussieht, geradezu ausrasten, laut werden, gar nicht an sich halten können, wenn wir Frauen sprechen. Und es gibt ein, zwei von denen, die regelmäßig auch, wenn sie am Pult stehen, das sogar explizit machen, dass diese deutschen Frauen mit den Ausbildungen alle keine Kinder mehr bekommen. Also der anti-intellektuelle Affekt, mit dem dagegen die Klimabewegung argumentiert wird, ist auch ein Anti-Frauen, ein antifeministischer Affekt. Und das bedeutet für uns intern natürlich, dass wir als Frauen Frauen mitdenken müssen und mit einbeziehen müssen, ganz konkret, die keinen Hochschulabschluss haben, wie alle, die wir hier sitzen und die es auch beruflich nicht so weit geschafft haben, wie wir möglicherweise, weil sie an die gläserne Decke gekommen sind, die es ja auch immer noch gibt und die auch immer noch ganz massiv ist. Aber wir sind zugleich, während wir versuchen, da solidarisch zu sein und das ganz konkret und in Strukturen auch mitzudenken, in einem Diskurs ausgesetzt, wo wir quasi doppelt angeschossen werden in den Parlamenten. Mhm. Und das macht es sehr, sehr schwierig. Es ist sehr schwierig, da zu kontern, weil man das quasi an zwei Fronten machen muss. Mhm. Genau. Vielleicht nehme ich nochmal die Frage oder setze ich sie ganz kurz fort. Frau AB hat im Chat geschrieben, inwiefern spielt ein intersektionaler Blick in der eigenen Auseinandersetzung in Bewegungen oder bei dem Support für Frauen eine Rolle bezogen auf die Kreuzung zwischen Gender und Classbildungsstand? Also sozusagen, wie sehr ist unsere Herangehensweise an das Thema sehr stark eben von unserem Bildungsstand und auch natürlich unserer Agenda bezogen. Joanna, kann es sein, dass wir uns einfach mal tatsächlich hier einfach in einer intellektuellen Suppe kochen und einfach nicht darauf achten, was um uns herum in der Welt passiert? Und kann es sein, dass tatsächlich die Andersdenkenden recht haben? Und dass Frauen einfach mal ans Herd, ins Kinderzimmer und in die Kirche gehören? Also jede von uns befindet sich so in so einer gewissen Bubble, ne? Aber ich denke, das ist die Kunst und daran sollten wir wirklich stets arbeiten, dass wir nicht ausschließend arbeiten, sondern dass wir inklusiv arbeiten und Menschen mit einbeziehen. Und ich glaube, das tun wir, das versuchen wir, indem nochmal die erwähnte ökologische Frauenakademie, dass wir Frauen ansprechen, die sich in ihren kleinen Ortschaften, irgendwo in der Nähe von Konin, ist ja östliches Großpolen, Wielkopolska, da in ihrem kleinen Dorf klimaaktivistisch engagieren. Sie tun das aus ihrer persönlichen Motivation. Sie tun das für die Gesellschaft. Sie tun das, weil der Kampf um Klima letztendlich der Kampf um Menschenrechte ist, wenn man es wirklich global betrachtet. Und wenn man diese Frauen supportet aus einem kleinen Ort, aus einer bestimmten Bildungsschicht, ich glaube, das ist der Schlüssel, dass man versucht, Menschen inklusiv mit reinzunehmen und aus dieser eigenen Blase rausguckt. Ne? Weil die Gefahr natürlich besteht, dass wir uns in intellektuellen Gesprächen vertiefen und sehr theoretisch bleiben. Aber ich glaube, die Zeit ist vorbei. Wir müssen alle an einem Strang spielen und alle wenn man in Fußballmetaphern denkt, wir haben ein Tor, ein Ziel, wo wir hingehen müssen. Okay, vielen Dank. Und die letzte Anmerkung aus dem Chat, und die passt perfekt, weil das ist eigentlich eine auch so gute Zusammenfassung, so ein gutes Stichwort auch. Frauen von Silvia Andrawoits-Bodich. Frauen beweisen ihre Stärke im Bereich Krisenmanagement. Und ich glaube, das haben sie tatsächlich auch in Corona-Pandemie gemacht. Wir haben umfassend, nicht hier in der Runde, aber in den Medien natürlich über die besondere Rolle von Frauen in Pandemiezeiten gesprochen, eben als Anführerinnen, als diejenigen, die wirklich ja, gute Entscheidungen treffen und vor allem auch langfristige Entscheidungen treffen. Das könnte natürlich für Frauen eine Chance sein, wieder sichtbar zu werden. Das ist ein Kommentar von Silvia Andrawoits. Anna, vielleicht ein Schlusswort von dir in die Richtung. Stimmt? Sind wir Frauen besser im Krisenmanagement? Und wie kriegen wir denn das endlich mal durchgeboxt? Anna Stalter, ja genau.
Also wir haben auch die Krise als Chance genommen bei Agile Polska und sind wir in der Tat auf digitale Wege umgeswitcht. Und ich glaube, das haben wir genau deswegen auch gemacht, dass eine Chance ist, auch in dieser Situation auch mehr Frauen zu erreichen. Also das hat sich schon bewährt bei der ersten Staffel, dass wir auch einfach ein bisschen zukünftig denken müssen, gerade wenn es um Care-Arbeit geht, aber auch um solche Situationen, wie wir jetzt da haben. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass auch mehr Frauen in diesen Krisenstabs sitzen und diese Perspektive von Frauen mehr da ist und auch in Medien nicht nur die Männer zu den nächsten Schritten befragt werden oder zu den nächsten, sage ich mal, Monaten oder Maßnahmen oder Programmen, sondern dass wir auch Frauen in ihrer Diversität auch in diesen Gremien haben. Das wäre mein Appell, dass wir das noch mehr einfach umsetzen und nicht nur darüber reden, dass es schön wäre, wenn sie da würden, weil das ist in der Tat noch irgendwie so ein Wunsch. Und wenn ich jeden Tag die Nachrichten sehe, sehe ich die Umsetzung doch noch nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Okay. Ja, ich glaube, es ist noch jede Menge Arbeit vor uns. Auch das Thema Klimakrise und Reduktion von CO2-Ausstoßen in Europa ist immer noch ein großes Thema auf der Agenda. Und deswegen lohnt sich nach wie vor, auf das Thema einzusetzen oder dafür auch zu kämpfen auf den Straßen oder auch natürlich in konkreten Strukturen. Und deswegen macht man das und soll man das weiterhin machen. Fridays for Future und natürlich auch andere Bewegungen, die das tun. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch stärker, glaube ich, bewusster werden, dass es nach wie vor auch was Teilhabe und Beteiligung von Frauen, sowohl in Deutschland, aber auch natürlich noch viel stärker in Polen, noch einiges zu tun ist. Und wir sollen reden, diskutieren, uns austauschen und Best-Practice-Modellen oder mit Best-Practice-Techniken einfach mal immer wieder reden und gucken, okay, wie können wir es machen? Und nicht nur, wie setzen wir uns gegen irgendjemandem, sondern wie können wir selber einfach mal ein Modell erarbeiten, das funktioniert und das gut tut. Und letzter Punkt, die Corona-Pandemie, so wie ich uns jetzt hier in der Runde gehört habe, hat auch deutlich gemacht, dass in die Krise ist tatsächlich eine Art Chance, dass man da neue Modelle findet von auf der einen Seite Aktivismus auf der Familie, Arbeit und so weiter und auf der anderen Seite natürlich auch Möglichkeiten zu Teilhabe, Möglichkeit zu Kommunikation, Möglichkeiten zu Austausch. Auch diese Runde wäre normalerweise nicht möglich gewesen. Wir sind hier aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Orten miteinander hier verbunden. Manche sitzen in Berlin, andere in Warschau oder sonst wo noch und diskutieren oder schließen jetzt gerade mal die Runde und tauschen sich aus über Klimapolitik und Frauen und Teilhabe und Berechtigung. Und das zeigt auch eben, dass es geht, dass es möglich ist, dass diese neuen Modelle hoffentlich auch nach der schlimmsten Krise des 20. Jahrhunderts soweit einfach weiterhin gepflegt und weiterhin möglich sein werden. Und um das abzurunden, abzuschließen, möchte ich mich ganz, ganz herzlich jetzt bei allen beteiligten Diskutantinnen, aber auch Teilnehmerinnen bedanken. Und ganz herzlicher Dank geht an eine unsichtbare Dame, die direkt daneben steht, Carolina Fuhrmann von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit. Vielleicht kannst du dich, Carolina, kurz zeigen, die dieses Projekt auch mal oder die Stiftung dieses Projekt gefördert hat. Und da ist Carolina. Hallo. Vielen, vielen Dank. Und ich glaube, es ist wirklich mal deutlich, lass uns weiter diskutieren, lass uns weiter austauschen in einem oder anderen Format. Erstmal digital und hoffentlich im nächsten Jahr auch mal face-to-face, damit wir diese Themen an einer oder anderen Perspektive vertiefen
und vor allem nachhaltig gestalten können. Vielen Dank für den Austausch, vielen Dank für die Diskussion und vor allem bleiben Sie gesund natürlich. Danke. So, live.